Wir waren das letzte Mal dabei und haben alle möglichen eingefrorenen Leute befreit. Jetzt sind hier noch jede Menge Shield-Agenten, die auch noch Hilfe brauchen. Hier irgendwo. Einen großen Schnee bei den Das Verbrechen ist mir egal, danke. Yay! Danke für den Raid, Bombi. Und herzlich willkommen an die netten Leute, die jetzt mitgekommen sind. Da gab es vorhin ein fragwürdiges Training oben auf dem Berg. Muss eine neue Art uralter Kampfkunst oder sowas sein. Ja, auch das Training ist mir egal. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ins Hydra-Reich, denn dort haben wir noch nicht eine Mission gemacht. Also, gehen wir ins Hydra-Reich. Ja, komm, flieg. Tu mir den Gefallen und flieg. Das sieht so aus, als würde hier irgendjemand irgendwo drunter hängen. Es sieht nur so aus. Gut, wir gehen ins Hydra-Reich. Wir gehen ins Hydra-Reich. Ein bisschen übertrieben haben. Aber dann fällt mir wieder das alte Sprichwort ein. Man kann die Patrioten aus Nordamerika entfernen, aber nicht den Patriotismus aus Nordamerika. Okay. Gut, was haben wir denn hier so? Ach, guck mal, hier ist direkt eine Statue und ein Puzzle. Schön. Ja, gratis. Gratis ist gut. Man muss sich nur mal vorstellen, wie das wäre, außerhalb der Autorität von Präsident Zola zu leben. Da tun mir die leid, die das Pech haben, unter dem Joch der sogenannten Freiheit leben zu müssen. Ja. Bau mir das Teil ins Gesicht. Schon okay. Oh, ist eine süße kleine Statue, ne? Ah, schick. Gut, Puzzle. Ich hoffe, dein Tag ist so richtig Hydra. Ja, der Tag ist sehr Hydra. So. Was müssen wir hier machen? Was haben die Avengers nur gegen Ken? Was haben die eigentlich für ein Problem mit einer stark organisierten Regierung? Wir müssen Zeug kaputt machen und dann war's das, richtig? So, wo bist du denn? Da bist du. Diese miesen Avengers. Die haben unsere beste Baron Zemo-Statue verunstaltet. Da ist letztens jemand auf einer Sphinx durch die Stadt gefahren. Das muss doch sicherlich ein Gesetzesverstoß gewesen sein, oder? Voll der Gesetzesverstoß. Ja, das war's schon. Cool. Das war das Problem. Ah ja, ein Gegenstand, der meiner gnadenlosen Großartigkeit entspricht. Es war sehr schwer, das Puzzle. War echt, echt kompliziert. Also ich... ich glaube... Das war so anspruchsvoll. Ich muss jetzt erstmal Pause machen. Definitiv Präsident Zola. Hast du schon gehört? Dieses vornehme Sushi-Restaurant lässt jetzt wohl jedes Gesindel rein. Ganz schön abgestürzt. Ja, es war voll hardcore. Aber sowas von. Okay. Müsste es für diesen Landeplatz keine Bedienungsanleitung geben? Wie schaltet man denn nur diese Lichter an? Indem man auf den Power-Knopf drückt, vielleicht? Alternativ. Du hilfst mir, danke. Wenn der Hubschrauber gelandet ist, werde ich dich dafür auf jeden Fall belohnen. Oh. Dich genau an meine Anweisung halten ist Spitzenklasse. Ja. Das war sehr anstrengend. Es war jetzt fast so anstrengend, dass ich jetzt hier aufhören muss. So anstrengend war das. Treffe ich? Ja. Sehr schön. Ich treffe. So, schön. Damit hat sich das
knipsen wir auf der anderen Seite auch noch die Lämpchen an und dann kann der Hubschrauber landen und wir kriegen unser Stallchen. Hier ist Hydra, Landeplatz 246 so und so, an Kraken 12. Die Lichter sind jetzt eingeschaltet, ihr müsstet jetzt sicher landen können, over. Negativ, Hydra, Landeplatz 24601. Alle Hydra, Landeplätze müssen die Form des offiziellen Siegels der konföderierten Staaten von Hydra aufweisen. Umgehend korrigieren, over. Ich erledige das sofort, Sir, over. Die Einsatzleitung hat uns befohlen, euch dabei zu unterstützen, over. 246 so und so. Ja. Ey! Danke, Sir, over. Machen wir das hier nochmal. Ein Glück muss ich das ultraschwere Rätsel nicht nochmal machen. Ich glaube, das hätte ich jetzt nicht nochmal hingekriegt. Ja, wer ist jetzt dran gescheitert? Wenn der Hubschrauber gelandet ist, werde ich dich dafür auf jeden Fall belohnen. Von mir, ich bin nicht schuld. Gib Ruhe, sonst schläfst du halt auf dem Sofa. Für diesen Landeplatz keine Bedienungsanleitung geben? Wie schaltet man denn nur diese Lichter an? Ich helfe dir, Sekunde. Ich will nur schnell die Münzen hier einsammeln. Kraken 12 an Hydra, Landeplatz 24601. Was ist mit den Lichtern, over? Ich arbeite dran. Kraken 12 an Hydra, Landeplatz 24601. Ihr behindert eine offizielle Landung. Das ist ein Vergehen, das mit mindestens 94 Jahren Gefängnis bestraft wird. Kommt in die Gänge, over. Okay. Ja, yeah, wenn er das Muster abschießt und es wieder abstürzt, dann scheint dieses Spiel an dieser Stelle verbuggt zu sein. Hier ist Hydra, Landeplatz 246 so und so, an Kraken 12. Die Lichter sind jetzt eingeschaltet, ihr müsstet jetzt sicher landen können, over. Negativ, Hydra, Landeplatz 24601. Alle Hydra, Landeplätze müssen die Form des offiziellen Siegels der konföderierten Staaten von Hydra aufweisen. Umgehend korrigieren, over. Ich erledige das sofort, Sir, over. Die Einsatzleitung hat uns befohlen, euch dabei zu unterstützen, over. Na, jetzt wird's spannend. Danke, Sir, over. Ich schätze, wir müssen dafür sorgen, dass es wie das Hydra-Logo aussieht. Ich muss dich bestimmt nicht daran erinnern, wie es aussieht. Man sieht es ja beinahe überall. Bisher läuft es. Ich verstehe das nicht. Gestern sind sie hier problemlos gelandet. Die Regeln können sich doch nicht über Nacht geändert haben, oder? Negativ, Hydra-Landeplatz 24601. Das ist so seit Beginn des Krieges gegen den umkreisten Buchstaben H. Over. Ja. Sehr schön. So, und jetzt fehlt noch was. Aber hey, warum leuchtet das hier nur so komisch? Ich weiß es nicht. Oh, dann sind diese Teile ja doch zu etwas zu gebrauchen. Ja, klar sind die Teile zu etwas zu gebrauchen. Na komm. Beweg dich darüber. Ich werde erneut meine Stärke demonstrieren. Der Krieg gegen den umkreisten Buchstaben H. Ja, genau. Genau so ist es. So. Ach, da hängt auch noch was an der Wand. Okay. Nein.
12 setzt zur Landung an. Hey, ihr seid nicht autorisiert, hier zu sein. Ey, wir haben gerade geholfen beim Ausbauen, okay? Verstärkungstruppen entsenden! Ja, schön. Wir sind voll autorisiert, hier zu sein, weil der Kerl da eine Schleichnase ist. Wenn er zu blöd dafür war. Ich würde sagen, technisch gesehen sind sie sicher gelandet. Und du hast mir geholfen, dass mein Hydra-Landeplatz wieder den Vorschriften entspricht. Also, ich denke, wir können das als Sieg verbuchen, oder? Ja. Landeplatz 246 und so. Hoffentlich gefällt es ihm. Hi Hydra, schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Komm, wir gehen da runter. Wir gehen da runter. Oha, wo müssen wir denn da hin? Ich hoffe, dein Tag ist so richtig Hydra. Mein Tag ist voll Hydra. Müssen wir in das Gebäude? Sieht so aus, als müssten wir in das Gebäude. Na dann. Oh ja, wir müssen in das Gebäude. Die Frage ist nur, wo ist der Eingang? Diese miesen Avengers, die haben unsere beste Baron Zemo-Statue verunstaltet. Da nicht. Oh nein, das Gebäude. Da gibt es fette Beute, alles klar. Ach, der kommt da auch durch. Schön. Dafür bist du jetzt zu blöd. Okay. Alle werden vor Dormammus Macht erzittern. Ja, du hast einen kleinen Dickschädel, Dormammu. Wen nehmen wir denn mal? Wer kann das denn? Rocket kann das Lebens definitiv. Ist er so etwas noch nicht begegnet? Diese Kreuzung zwischen Giraffe und Waschbär. Ach, ey. Habe ich nicht aufgepasst, wie die das hier umgebaut haben. Oh, warte. Nein, das gehört nicht. Okay, ich bin verwirrt. Das gehört dahin, okay. Draußen ist es heute gut windig. Normalerweise habe ich mit dieser Art von Rätsel absolut kein Problem. Normalerweise. Die Betonung liegt auf normalerweise. Das ist für dich, Bombi wollte nicht mehr. Dafür bekommt er heute nichts. Vielen lieben Dank, Winzer. Dankeschön. Tja, Bombi, da hast du wohl geloost. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen.
Aber du kriegst heute nichts mehr. Ah, ich krieg das heute irgendwann noch hin. Ich hab Pizza, okay. Alles klar. Ah, okay, okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Dabei. Ah, ich hab's hingekriegt. Endlich. Endlich. Schön. Ich hab's geschafft. Ich dachte schon, ich werde nie bezahlt. Ja, das hab ich auch gedacht. Das hab ich auch gedacht.